und Alina. Willkommen bei Frag doch mal die Maus. Jetzt haben alle über Wasserbetten geredet. Was willst du von der Maus wissen? Ich wollte wissen von der Maus, wie viele Kinder passen auf ein Wasserbett, bis es platzt. Wir nehmen mal als Durchschnittsgewicht 30 Kilo. Aber wir machen einfach mal einen Test. Alina, deine Frage hat uns dazu gebracht, ein Wasserbett mal hier ins Studio zu stellen. Im Moment ist da noch alles mit Decke und Kissen drauf. Aber wenn du dir einmal die Stiefel ausziehst, dann darfst du dich auch mal probehalber darauf tummeln. Wir zeigen mal, hier unten drunter ist nämlich die Matratze. Das ist dieser Wassertank. 700 Liter Wasser sind dahinter. Probier mal, ob du es kaputt kriegst durch Hüpfen. Noch doller, Alina! Noch mehr! Also keine Chance. Alleine schafft man es nicht. Zieh dir mal die Gummistiefel an, denn sollte das Ding hier gleich platzen, dann wird es richtig nass hier um die Füße. 700 Liter stehen zur Verfügung. Ein Kind alleine reicht offenbar nicht. Aber die Frage an die Teams ist eine Schätzfrage. Was glaubt ihr, wie viele Kinder müssen hier raufsteigen, damit das Ding platzt? Ihr schätzt in Kindern und schreibt auf die Monitore, dieser Typus, genau dieser Typ. Darf ich das mal anfassen? Dieses Gummi-Ding? Noch nicht. Das sollte aus der Ferne geschätzt werden. Und wir nehmen an, ein Kind wiegt 30 Kilo. 10 Sekunden ab jetzt. 30 Kilo Kinder, wie viele bräuchte man, bis es platzt? Aber den Typus. Jetzt bin ich sehr gespannt. Oh. Also, Armin, wer hat denn das von euch geschrieben? Das sieht nicht so richtig... Das soll heißen 7400. Was? Das kann man aber auch nicht lesen. Die zweite Null ist so ein bisschen am Rande. Ja, das ist... 1 plus 5? Was heißt das? 45? Das heißt 7400 soll das heißen. Was ist das? 7400 Kinder a 30 Kilo. Nee, normalerweise darf das Ding gar nicht reisen. Normalerweise, also von daher übertreiben, also ich meine, die würden gar nicht drauf passen wahrscheinlich. Also da passen ja keine 7400 Kinder drauf. Aber vom Gewicht her würde man wahrscheinlich so viel brauchen. Dirk, Mariella, ihr sagt 200. Karen? Das soll eine 45 heißen. 45. Ich habe aber Karen geschrieben. Mit links. Aber ich merke, da gibt es schon Spannungen im Team. Da wird sich jetzt schon distanziert von der Schätzung. Wir verlieren links. Also, 7400 Kinder können wir nicht bieten, sind wir ehrlich. Aber wir haben natürlich überlegt, wie kann man das testen. Und deswegen haben wir 40 Kinder eingeladen von der Gemeinschaftsgrundschule Düsseldorf-Benrath. Und hier sind sie. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Kinder. Wir haben euch nicht alle einzeln gewogen, aber ungefähr 30 Kilo wiegt ein Kind. Und jetzt haben wir hier, Alina, das müssen wir mal zeigen, wie wir das testen wollen. Wir haben jetzt auf diese Matratze, diese Plexiglasplatte gelegt. Warum? Weil wenn das Ding dann platzt, soll ja keiner von euch nass werden oder sich verletzen können. Deswegen, wenn das Ding platzt, landet diese Plexiglasplatte hier fest auf den Holzblöcken und einmal dürfen wir noch gerade rauf, um zu zeigen, dass es wirklich wackelt. Okay, die Platte wird also nur gehalten von der Wasserbettmatratze, die Erstbesteigung eines Wasserbettes im deutschen Fernsehen. Alina, komm mal hierher, denn du hilfst mir mitzuzählen. 40 Kinder haben wir hier, mal gucken, wie viele wir brauchen, bis es platzt. Die ersten vier nimmt einmal auf dem Wasserbett eine halbwegs stabile Position ein. Vier reichen nicht. Die nächsten vier. Acht reichen auch noch nicht. Die nächsten. Und wisst ihr was? Die nächsten acht gleich hinterher. Denn ich habe das Gefühl, das ist immer noch ganz schön stabil. Ihr müsst euch gut
nebeneinander hinstellen. Da gibt es ein bisschen Schieflage. Jungs, geht mal ein bisschen weiter da in die Ecke, sonst kippen die Mädchen hier hinten runter, ohne dass das Ding platzt. Die nächsten. Ja, endlich traut sich mal jemand da drüben auf die Ecke, damit es da wieder ein bisschen runter geht. Die nächsten. Und wisst ihr was? Geht mal alle rauf. Und Aline, du willst es hier aus der Nähe sehen? Das Ding hält. Und auf meine Verantwortung, hüpft einfach mal hoch. Okay, stopp, 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 stopp. Kommt alle schnell runter. Ihr wart super. Kann mir einer von euch mal dieses Schild geben? Ich möchte mal kurz ein Zwischenergebnis festhalten. Denn 40 Kinder mal 30 Kilo sind 1200 Kilo. Und wenn man das umrechnet, sind das 1,2 Tonnen, die das Wasserbett bisher schon ausgehalten hat. Plus Plexiglasplatte. Hammer, oder? Ja. Ein Applaus für die Kinder von der Gemeinschaftsgrundschule in Düsseldorf-Benrath. Herzlichen Dank an euch. Ihr habt es nicht geschafft, aber ihr habt alles gegeben. Danke dafür. Alina, jetzt sind wir ein bisschen in der Notlage, weil wir wollen es ja testen. Wie viele Kinder braucht man, bis das Ding platzt? Und wenn man in der Notlage ist, wen ruft man an? Die Feuerwehr. Guck mal, was die sich haben einfallen lassen. Wow. Und halt! Die Berufsfeuerwehr in Köln hat uns ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, was heute Nacht garantiert nicht im Einsatz gebraucht wird. Wir haben hier eine Stahlplatte. Guck mal, das ist 1200 Kilo schwer. Und das alleine, diese Stahlplatte, wiegt so viel wie die 40 Kinder, die wir eben hatten. Und guck mal, da unten drunter, siehst du das, das Blaue? Das ist die gleiche Matratze aus dem Wasserbett. Wollen wir einmal rauf? Traust dich? Komm. Wir gehen einmal. Schwuppo. Das ist wackelig. Das heißt, auch diese Stahlplatte ruht nur auf dem Wasser vom Wasserbett. Jetzt sollten wir uns aber schnell hier vom Acker machen, denn Hans-Willi Kehr wird gleich sein Auto hier vorfahren. Komm schnell runter, Alina. Mit einem Vorderrad und dann sollte das Ding aber platzen. Alle bereit? Du hast die Gummistiefel an, lass mal lieber noch einen Schritt zurückgeben. Hans-Willi, Wassermarsch. Oh. Siehst du irgendwo Wasser auslaufen? Nee. Nee, die Matratze hält. Pass mal auf, wir fragen mal. Jetzt muss sie platzen. Herr Kehr. Hallo. Sie haben meinen Traumjob, Feuerwehrmann. Jo. Wie viel wiegt Ihr Fahrzeug? Also das Fahrzeug hat ein Gesamtgewicht von 18 Tonnen und auf der Vorderachse wiegt man jetzt ca. 8 Tonnen. Und da sind die Gewichte von Ihnen und mir noch gar nicht mitgezählt. Genau. Aber auf ein Rad runtergerechnet, wie viel wiegt jetzt ungefähr hier vorne das Vier Vorderrad? 4 Tonnen hat jedes Rad Belastung im Moment. Und wir rechnen das nochmal in Kinder um. Also 5,2 Tonnen, 173 Kinder sind jetzt schon hier sozusagen symbolisch drauf und immer noch platzt das nicht. Alina, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Hüpfen wir nochmal? Es hält! Hast du die Mausexperten irgendwo gesehen? Nee. Nee, die sind nämlich heimlich rausgegangen. Für den Fall, dass das Wasserbett das hier noch aushält, haben wir draußen etwas aufgebaut. Und ich darf einmal fragen, Armin. Ja? Ihr seid draußen beim riesigen Kran. Was habt ihr vor? Ich stehe hier vor einem riesigen Stahlklotz. Und da sind noch Ketten drauf, die hängen wir gleich an. Und dieses Teil mit den Ketten zusammen, das wiegt über den Daumen 34 Tonnen. Und das ist dann das, mit dem wir gleich versuchen werden, was passiert mit der Matratze? Alina, während die da draußen mit schwerem Gerät hantieren, haben wir hier drinnen auch ein Schwergewicht zu erleben, nämlich ein musikalisches. Ein Sänger aus London, der... Klar, wird ernst, kommt raus, wir haben alles vorbereitet.
Ihr könnt schon was sehen. Das Ding hängt schon. Ich kann unsere schwere Platte. Wow. Alina, ich erkläre dir einmal kurz nochmal die Konstruktion, was wir hier aufgebaut haben. Also, hier ist die Matratze und wir bauen jetzt mal das Bett ab, damit man die Matratze noch besser sehen kann, denn ihr geht's jetzt echt an den Kragen. Dort am Kran hängt eine massive Metallplatte. Und das ist ein Block, der normalerweise zum Pressen von Schrottautos verwendet wird. Der ist so, so schwer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wenn man zwei ganze Feuerwehrautos von der Masse, die wir gerade gesehen hat, zusammenpresst, dann kommt so ein Block da raus. Das sind 34 Tonnen. Wow. 34000 Kilo. Unheimlich viel. Und ja, Sigi ist unser Kranführer und er wird jetzt dieses Riesengewicht über die Matratze rüber bewegen. Sigi, leg los. Und wir haben extra eine Waage, die uns anzeigen wird, mit welchem Gewicht der Block auf die Matratze presst. Alina, glaubst du, dass die Matratze diese Belastung aushält? Nee. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber die spannende Frage ist ja, bei welcher Last genau die Matratze dann kaputt geht. Sigi, lass das Gewicht langsam herunter. Ja, Eckhoff. Boah, ist das schwer. Christoph, hältst du es alleine? Ja. Muss man schon. Oh. Wenn man auf unsere Waage guckt, im Moment ist noch kein Gewicht auf der Matratze, aber gleich. Gleich geht's los. Ja, jetzt. Und Alina, wir gehen besser noch einen Schritt zurück, denn jetzt beginnt die Last. 1 Tonne. 2 Tonnen sind drauf. 3 Tonnen. Da wird hinhauen, ne? Oh oh. Das sind schon ein paar hundert Kinder, die da drauf sind. 4,5 Tonnen. Jungs, seht ihr irgendwo eine Ausbeulung? Wo könnte das Ding gleich platzen? Ja. Warte mal, ich guck mal. Es sind 6,8 Tonnen schon, vorsichtig. Nicht, dass ihr weggespült werdet. Hier ist ein bisschen dicker. Hier ist ein bisschen dicker. Hier auf der Seite ist was dicker. 7,3 Tonnen sind geboten. Wer bietet mehr? 7,4, 7,7. 8 Tonnen lasten auf der Matratze und sie wollte sich weg von uns. Wir sollten mal ein bisschen hier rumlaufen. Ja, hier denn kommt's, ich glaube, hier kommt's. Christoph, bei dir? Ja, ja, hier auf dieser Seite. 12 Tonnen. Es ist dick. Oh, oh, jetzt wird es langsam schief. Das heißt, die Matratze liegt in ihren letzten Zügen, wenn man das so sagen darf von Matratzen. Fast 15 Tonnen. Es wird mir langsam unheimlich. Ja, hier kommt's gleich. Achtung! Ja, es dehnt sich aus. Kommt raus. Eine dicke Tonnen. Wulst. Wow. Ja. Das war's. 19,9 Tonnen. Es ist unglaublich. Sigi, bist du nass geworden? Das geht. Du bist oben in deinem trockenen Führerstand. Ein Riesenapplaus für Alina mit dieser genialen Frage. Und für Sigi. Könnt ihr uns im Studio hören? Ich möchte aus dem Studio hier draußen einen Riesenapplaus hören für Alina und ihre Frage. Ja.